Hallo, liebe Leute. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Herzlich willkommen bei Inside Herzinfarkt Station. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem 100.000 Abonnenten. Dankeschön. Video. Ich bin jetzt ergriffen und geil. Es macht aber auch absolut Sinn, denn wir reißen uns wirklich echt hier den Arsch auf und stellen den irgendwo hin. Ist das so eigentlich? Ja. Gut, dann lege ich mir jetzt mal eine Playstation zu. Machst du mir auch eine auf? Ach nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Mach doch mal auf. Ich mach doch nicht an Halloween die Tür auf. Das ist ja verrückt. Ja, aber anders geht's halt auch nicht, ne? Mach jetzt einfach. Wenn ich's aufmache. Erwacht ihr im Traum des Jägers? Boah! Ich klappe mal weiter auf. Nein! Darfst du nicht. Mach das nicht auf! Ich mach's mal auf. Nee! Aber wieso? Diese Frage werden wir nicht beantworten können. Ach so, okay. Dann haben wir hier noch Hand of Blood. Ja, ja. Genau. Und der fragt zum Beispiel, was bist du denn heute? Ich bin ziemlich geil drauf. Das beurteile ich. Zeig her. Zeig dich den Leuten. Von wo? Vielleicht ins Wasser gehen? Nee, machen wir nicht. Macht doch, was ihr wollt. Fass doch mal ganz kurz zusammen, was ist Inside PlayStation? Im Jahr 1967 gab es kleine Halbaffen mit 175 PS und mit Spitzen-Content. Wir haben Hunger, wir haben eine BFG 9000 als Schlüsselanhänger. Und was ja immer wieder total untergeht. Wir sind solche Idioten. Und das ist ja nur eine Facette. Es gab ja auch Leute, die gesagt haben, es ist, als würde man genau im richtigen Moment eine Bude bauen. Und zwar in Halle 7 am Sony-Stand, weil der hat so eine Mega-Attacke. Wie so eine dicke Hummel. Und dadurch wird eben die Eingabeverzögerung erhöht. Außerdem bin ich ein großer Fan von Pappschatulle. Sie hat abgerundete Ecken. Aber egal, ich muss ja nicht drin wohnen, weil das wäre grob fahrlässig. Versteht das irgendjemand? Nein. Sag mal, wie lange geht das noch? Ich hab keine Ahnung. Dann hängen wir echt noch ein paar Minuten dran. Alles, wo blond ein bisschen ist, bluten einem doch die Augen. Man sieht nichts. Aber man fühlt sich wirklich so, als wäre man zugekleistert mit Frauen in Bikinis. Das Aussehen ist dabei natürlich Wumpel. Und wir werden auch gleich erfahren, warum. Ich tanze, es entstehen diese ganzen Blutlachen. Und deswegen fährt das Auto nach Arabien. Hier könnt ihr mal ganz entspannt jeden Abend ein, zwei Stunden schön hamstern. Ja! Was hast du denn bisher schon gekriegt? Ein 3,5 mm Klinken-Audiokabel. Das sah unfassbar aus. Besser geht's nicht. Und warum ist das jetzt so eine große Sache? Meine Mutter hat was gemalt. Wir haben alle gesagt, das ist ein lebensveränderndes 3,5 mm Klinken-Audiokabel. Und das kam überraschend gut an. Mir gefällt's, erinnert mich an deine Mom. Alle eure Kumpels reden nur noch von 3,5 mm Klinken Audiokabel. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Aber ich würde es halt nicht anziehen, ne? Ja, verstehe ich. Das war übrigens. Das war echt schlecht. Super schlecht. Nee, wunderschön war das. Nee. Das war's. Das ist richtig. Das wollte ich sagen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, es hat Spaß gemacht. Und auf einmal gibt's eine Schwarzblende und da steht